Yo Leute, was geht ab? Ali ist am Start. Was geht? Ja, ich mache gerade Alis Ankündigung, weil er gerade am Autofahren ist. Yo, yo. Und Ali, was machen wir heute? Seko, Bruder, halt dich fest, ich bin am Fahren. Und es geht heute nach Oberhausen. Leute, nach Oberhausen, wir holen uns erstmal den Bato ab. Wir treten zusammen auf mit dem Song Touché, Leute. Aber die Frage ist, wo treten wir auf? Bei The Dome. The Dome ist mittlerweile so eine Legendenshow geworden auf RTL 2. Jo. Und ich habe das wirklich selber als Klein auf schon mitverfolgt. So, ne? The Dome 52 und weiß was ich was. Krass. Das Ding ist, ich freue mich da endlich mal einmal so dabei zu sein und wirklich mal zu sehen, was da eigentlich los ist. So. Was für eine Kulisse. Weil, Bruder, The Dome ist auch wirklich eine riesengroße Bühne. Ne? Jo. Auf dem Weg dahin und auch anwesend da machen wir einen kleinen Vlog. Yes. Und sorgen für ein paar Dummheiten dort und mal gucken, wen wir da so treffen. Ich bin auch gespannt, Digga. Und ja, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt noch die letzten Minuten dahin und dann sehen wir uns gleich vor Ort. Ciao. I put your bitch in free. Nigga, I'm trapping on weed. I do a pill and can't eat. Endlich! Boah, ey, du erfüllst gerade den Job, den ich jahrelang versucht habe. Du machst Seko jetzt. Endlich, Alter. Haben wir auf jeden Fall einen Experten. Der ist doch immer wie heißt du? Oh. Was für ein Kompliment. Scheiße. Heidi. Wie Heidi? Heidi. Heidi? Seko, ich glaube, sie verarscht uns. Ich glaube auch. Wir können das Frauen jeden Tag machen, Digga. Wie geht das? Ey, holla, geil. Weiß nicht. Geil, sagst du? Wie Massage für Gesicht. Oh, nee, Alter. Du heißt Heidi. Und was für eine Landsfrau bist du? Palästina. Oi, 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 also wie ich. Du bist Araber? Ja. Echt, woher? Aus Libanon. Libanon? Wei, wei, wei. Ja, wir sind so gut wie verwandt. Ja, sind wir verwandt. Aber nur so gut wie. Ah ja. Lippenstift habt ihr auch? Ey, entspann dich, Digga. Wirklich was auf deinem Lippen? Ja, aber so, der Ding ist zu feucht. Oh ja. Geil, ne? Ja, das ist SKK ist die Gang. Er weiß Bescheid. Ja. Nein, Digga, was, wie ging das? Mit Lippenstift. Wie macht ihr euer Zeichen? Wie geht das? Wir sind FLer, weißt du, aber SKK auch gut. Digga. Ja, ja, mit Nein, Lippenstift. Er hat mich hochgenommen. Er zieht uns runter. Am besten, du gehst weiter, Bruder. Einfach weitergehen. Also der Ali lässt sich jetzt von der Justine schminken. Na Ali, was sagst du jetzt dazu? Also ich bin auf jeden Fall aufgeregt und lass mich überraschen, wie es am Ende aussehen wird. Aber sie macht ihre Arbeit ziemlich gut, wie ich sehe. Also auf jeden Fall arabische Haare. Ich will ja nicht angeben, aber Araber haben die schönsten Haare. Danke. Für ein Kompliment nach dem anderen. Oh Ali, bei dir läuft. Oh, hat mal gedickt. Hat sie mir gerade Backen gegeben? Ara, ja. Ali, bei dir läuft, Junge. Ja, das mal kurz für mich hin. Ich fühle mich langsam belästigt. Das ist eben beleidigt. Echt? Also, mach das alles hin. Und Finger weg, Mädels. Ich bin nur für eine Frau zu haben. So, meine Freunde, wir wurden jetzt gestylt. Kein großer Unterschied, aber sieht gut aus. Und jetzt begeben wir uns zum roten Teppich und lassen uns überraschen, was da auf uns trifft. Bis gleich. Sein Garten war 70 Kilometer lang. 70 Kilometer! Du bist Pablo, du bist Pablo. Oder nochmals, nochmals. Oder Pablo Escobar, ne? Bis heute, Bruder. Bis heute, ne? Hat er einen eigenen Zoo im Garten. Wo ist der? Kolumbien. Digga, keiner top Pablo Escobar. Gibt's da noch Tiere? Pablo! Ja, ja, Bruder. Google das, ich schwöre dir. Da alles Fakten, was ich dir erzähle. Alles. Alter, jedes Sekis Dokus on. On dir. Onike. So, sag mir eine Zahl. Je nachdem, was für eine Zahl du sagst, das ist deine Karte. Ja, 10. Du willst die 10. Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 wir hier, aber du willst die 10. Das ist deine Karte. Guck dir deine Karte an. Hab ich. Hast du die gesehen? Habt ihr die gesehen? Ja. Tu die in die Mitte. Tu
tu die Karten zusammen. So, ich habe jetzt zwei 16er Stapel. Ja, warum? In einem Stapel ist seine Karte drin. In der ist sie nicht drin. So, such dir zwei Kreuze auf und zeig darauf. Einfach nur zwei Kreuze aussuchen und darauf zeigen. Das ist die Schweißheitkarte und die. Die beiden den Song, Silber verabschieden sich. Zeig auch immer ein Kreuz drauf. Such dir zwei Karten aus. Guck mal, jetzt kommt's. Such dir eine Karte aus. Schatz, kann ich hoch. Philipp ist am Zauber. Jetzt? Hat er die Karte gesagt? Was? Hä? Aber woher kennst du die? Die Karten sind durchgemischt bis zum geht nicht mehr richtig. Sag mal an die Biegen, Karte, stopp. Zieh die Karte. Guck sie dir gut an, zeig sie den Jungs. Und misst hier rein. Zwei. Schreib mal die Karten. Gerard, ich glaube, meine Karte ist hinter deinem Sitz, oder? Zwei, ich hab verschiedene. Zeit. Buchstabier nur die Zahl, auf Englisch aber. In deinem Kopf, okay? Mein Opa konnte nicht Englisch im Dorf. Du willst mir sagen, ich soll Englisch? Ich mach das. Ja? Ja. Okay, sag mir, wenn du anfängst und aufhörst. Okay? Ich fang jetzt an. Okay. Okay. Und du musst mich angucken. Okay. So. Ali, hi, Flamme, ja, Salim, ja, lauf, aufstach. Nuss. Nuss. Okay. Das soll jetzt die Karte sein? Da. Ey, was wird? Was wird? Ola? Wadi? Ja, ja, Wadi. So, Jungs und Mädels, wir sind hier auf dem Auftritt. Und die Jungs singen gleich nicht los auf der Bühne. Ich bin gespannt. Und Seko, bist du gespannt? So. Geil, geil. Kommt in die Bühne, Digga. Ich hab richtig Bock, Bruder. Heiß ab, Digga. Ich richtig Bock. Baby, du Schell! Bato, was machst du zu deinem Auftritt, Digga? Der war richtig geil. Geil, geil.